Hallo, ich bin Kateur, die OER-Katze. Ich werde Sie auf meine OER-Reise voller spannender Inhalte und Videos mitnehmen. Damit das auch gelingt, möchte ich Ihnen die Expertinnen und Experten unseres OER-MOOCs vorstellen. Und los geht's! Mein Name ist Christina Neuberg, ich bin Mitarbeiterin am Zentrum für Digitales Lehren und Lernen der Universität Graz und in meiner Tätigkeit konzipiere ich Weiterbildungsangebote im Bereich OER. Ich bin ein großer Fan von OER, denn sie ermöglichen mir, dass ich meine Lehr- und Lernmaterialien möglichst rechtssicher erstellen kann und auch kostenfrei einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Mein Name ist Michael Kopp, ich leite das Zentrum für Digitales Lehren und Lernen an der Universität Graz. In dieser Funktion sind freie Bildungsressourcen seit mehr als 10 Jahren fixer Bestandteil meiner Arbeit. Als besonderes Erfolgserlebnis empfinde ich, dass ich mit meinen Projekten aktiv zum Wachstum der OER-Community beitragen darf. Dabei ist besonders motivierend, dass immer mehr Materialien mit einer offenen Lizenz versehen werden. Mein Name ist Martin Ebner. Ich leite die Organisationseinheit Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen Universität in Graz. Und ich bin zuständig für die digitale Lehre der Technischen Universität und das schon durchaus sehr lange, nämlich seit 2006. In dieser Funktion kam ich dann bereits sehr, sehr früh in Berührung mit dem Thema Urheberrecht, aber auch mit der Idee einer offenen Lizenzierung von Lehr- und Lernmaterialien. Und seit etwa 2008 beschäftige ich mich auch in der Forschung mit OER und wir haben daher auch schon einiges an OER-Projekten umgesetzt. Meine schönsten Erlebnisse, das ist jedes Mal, wenn ich meine eigenen Folien oder Lernmaterialien woanders aufpoppen sehe. Es ist einfach schön zu sehen, dass Kollaboration und die Weitergabe meines Wissens funktioniert. Und das freut mich eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue. Hallo, mein Name ist Sarah Edelsbrunner. Und ich bin Mitarbeiterin in der Abteilung Lehr- und Lerntechnologien der TU Graz. Wir erstellen eigene OER, zum Beispiel für die Plattform iMOOCs und helfen anderen bei der Planung und Umsetzung ihrer OER-Projekte. Was mir an OER gefällt? Sie machen Wissen für alle zugänglich. Hallo, mein Name ist Joran Moos-Meerholz. 2009 habe ich das erste Mal über OER geschrieben. Damals ging es darum, dass Arnold Schwarzenegger in kalifornischen Schulen Geld und Papier einsparen wollte. Seitdem habe ich auch viele pädagogische Vorteile von OER kennengelernt. Hallo, mein Name ist Sandra Schön und ich arbeite beim Forum Neue Medien Austria sowie bei der TU Graz zum Thema der offenen Bildungsressourcen. Das mache ich schon lange. Bereits 2006 war ich für das OER-Projekt Olkos tätig. Was mir an OER gefällt, meine Arbeiten verschwinden nicht in Ablagen, sondern werden genutzt, verbreiten sich und werden auch von anderen aktualisiert. Meine Arbeit ist also nicht für die Katz. Ich heiße Ortrin Gröblinger und arbeite an der Universität Innsbruck. Dort leite ich die Abteilung Digitale Medien und Lerntechnologien und bin stellvertretende Leiterin des Zentralen Informatikdienstes. Open Educational Resources sind für mich seit 2016 Thema. Unter anderem habe ich meine Masterthese der Frage gewidmet, wie sich die Produktion von OER durch Studierende auf deren Rollenverständnis an Universitäten auswirkt. Guten Tag, mein Name ist Ulf Ehlers. Ich bin Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen. In meiner Forschungsgruppe Next Education beschäftigen wir uns viel mit offenen Bildungskonzepten. Das tue ich schon seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren. Beteilige ich mich an den Diskussionen der Community in diesem Bereich zum Thema Open Educational Resources, Open Education, offene Bildungsmedien in Deutschland, gerade auch mit dem Fokus auf Qualität. Wie kann man Qualität bestimmen? Was ist Qualität? Und mich treibt es auch um, wie wir offene Bildungskonzepte nutzen können und offene Bildungsmedien miteinander teilen können, damit Bildung anders gestaltet werden kann, damit Lernende besser lernen können, damit wir sie begleiten können auf ihrem Weg in eine offene Bildungspraxis. Ja, mein Name ist Michael Lanzinger, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt aus Wels, Oberösterreich, darüber hinaus Lawbuster und Nerd of Law. Meine Funktion bei OER, ich bin Mitglied des FLMA und generell OER-Enthusiast.
Mit OER bin ich das erste Mal 2015 in Kontakt gekommen. Ich habe damals einen MOOC zum Urheberrecht gemacht und habe mich damals erstmals mit freien Lizenzen beschäftigt und bin quasi über die Creative Commons dann auch auf die Open Education Resources gestoßen. An OER interessiert mich natürlich die rechtliche Seite, weil es nicht nur die Möglichkeit ist, Lehr- und Lehrmaterialien zu teilen und dadurch Wissen zu erweitern, sondern weil das Konzept dahinter einfach faszinierend ist. Wir haben standardisierte Lizenzen, wie zum Beispiel Creative Commons, die uns dabei helfen, über das nationale Urheberrecht hinaus einfach Wissen zu teilen und das in einer Art und Weise, die auch für Nichtjuristen wahnsinnig praktikabel ist.